Der Bodenplatz, also die Stellfläche, ist wirklich enorm. Hier seht ihr sie, die wunderbare 6990. Ein Lego Monorail Set. Die Leute sitzen da schon drinnen und warten darauf, dass es weitergeht. Hallo, Halli, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, euer alter Knacker aus dem rostigen Städtchen Erlenkbach im Wienerwald. Ich sitze hier im Saal Klassik des Heitle Kindergram, das heißt Museum für Flipperautomaten und Lego-Sets in Neulenkbach geöffnet hat, immer am Sonntag. Heute zeige ich euch, was sich hier getan hat. Ich zeige euch nicht alles, aber ich zeige euch ein bisschen was. Und das geht jetzt los. Hier seht ihr sie. Die wunderbare 6990. Ein Lego Monorail Set. Und zwar eines von nur dreien. Ein wunderbarer Raumschiff, Shuttle, Express, wie auch immer man dazu sagen möchte. Es ist alles Mögliche vorhanden und es ist verhältnismäßig selten. Das Set war schon, wie es auf den Markt gekommen ist, sehr teuer und ist wirklich eine Rarität unter den Lego-Fan-Sets, sage ich jetzt mal so. Ich versuche heute mal ein bisschen detailgenauer zu werden. Ich bin ja sonst eher so ein hurtiger Mensch. Und heute versuche ich es euch schön langsam zu sagen. Hier haben wir als erstes mal einen wunderbaren kleinen Raumgleiter. Den kann man dann seitlich die Flügel aufklappen und die Ladung abnehmen. Diese Ladung kann auf den wunderbaren Zug verladen werden. Hier seht ihr schon die Schnauze, Luxusschnauze. Leider haben wir hier eine Naht von zwei Glasscheiben dazwischen, aber ihr werdet das sicher aushalten. In der Mitte gibt es den Motor, das ist das weiße Pimpferl mit dem blauen Top. Und dahinter ist noch ein Wagen mit dem Batteriekasten, wie man schwer erkennen kann, ein 9 Volt System. Monorail zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf einer einzelnen Schiene fährt. Eine Schiene, die in der Mitte mit einer zackigen Erhöhung ausgestattet ist, in die Zahnräder des Motors eingreifen. Das Ganze läuft dann sowohl berg- als auch talfahrtsmäßig. Ihr seht hier richtig starke Neigungen. Da geht es hinauf und dann fährt man auf den Stützen weiter eine ganze Runde durch einen riesen Bahnhof, den ich euch gleich noch zeige, wieder etwas tiefer und kommt hinter den Raumgleiter aus der Kurve wieder zurück. Der Bahnhof. Der Bahnhof, ausgestattet mit einem wunderbaren, gelb gekleideten Raummann, ist dafür da, um dort die Ladung zu laden und zu entladen. Es gibt da einige Computer, die sieht man hier fast nicht. Ich versuche mal, den hinteren Computer hier anzuzoomen. Da ist er schon, man erkennt ihn ganz schwach. Davor diese wunderbaren blauen, transparenten Scheiben mit Knick, verschiedene Zahnradsysteme, um Ladung hinauf und hinunter zu kriegen. Und natürlich die Schiene dazwischen. Diese Monorail-Vitrine war eine der schwierigsten für mich zu bauen. Ich habe mich sehr bemüht, es hat sehr lange gedauert. Die Teile stehen schon sehr lange, waren jetzt lange durch Stoff abgedeckt. Der letzte Besuch am letzten Sonntag hat gemeint, das kannst du nicht so lassen, das musst du ordentlich machen. Schau, dass man da was sieht. Das soll vernünftig sein. Und das habe ich als Anlass genommen, hier diesen Verbau fertig zu machen, die Tücher zu entfernen und die Frontglasscheiben zu montieren. Die hat es nämlich noch nicht gegeben seit dem letzten Jahr. Damit das Ganze im rechten Licht ist, haben wir auch hier wieder einen Scheinwerfer montiert, einen 30 Watt LED-Strahler, der hier an unserer Rekordzugstrecke, die hoffentlich irgendwann in Betrieb geht, hängt. Und der leuchtet hier ein. Leider habe ich keine Möglichkeit, da noch mehr Glas zu verbauen oder das vernünftig zu machen. Denn ich muss ja irgendwie auch hinein. Zum Beispiel kommen noch diese Fehlteile. Und dazu kann ich diese Vitrine seitlich ausschieben und dann die Sets vervollständigen. Und wenn was Gravierendes zu tun ist, nach Erdbeben und Co., wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als das Ganze abzubauen. Doch im Jahr 1991 ist nicht nur dieser wunderbare Shuttle Express
auf den Markt gekommen, sondern auch das City Transportation System. Schaut euch das an. Ein wunderbares Monorail-Set aus der System City Welt mit einem roten, wunderbaren Zug. Auch in der Mitte wieder der weiße Motor, hier verdeckt unter einer Plastikkappe. Die Leute sitzen da schon drinnen und warten darauf, dass es weitergeht. Dieses System funktioniert technisch genau wie die Space Monorail. Es geht über die Schienenstränge. Hier eine Runde. Ich habe hier leider immer wieder den Schatten drinnen. Da bitte ich um Entschuldigung. Eine Runde. Im Untergeschoss fährt sie einmal durch. Dann fährt sie außen die zweite Runde. Das war übrigens der Glaskasten. Und dann kommt der Hügel mit der dritten Runde. Mit der Oberrunde, zweiten Oberrunde. Und dann landen wir hier im herüberen Bahnhof. Das ist im Prinzip eine Haltestelle, ihr seht, sehr klein gehalten. Die blauen Kasteln dürften irgendwie die Tickets sein, die da auf den Sitzen montiert sind. Und hinten gibt es noch eine Stiege und eine wunderschöne Landschaft mit zwei Bäumen am anderen Ende. Dann haben wir da herüben noch die zweite Station, ebenfalls mit Bäumen. Es gibt hier ein Lego-Element, das verbaut ist, das nur in diesem Set vorkommt. Und es ist auch so verbaut, dass man es nicht wirklich sieht. Ich versuche es mal von hier. Und zwar seht ihr hier diese 6 Noppen breite weiße Wand, die oben geschwungen ist und dann zum Vordach wird. Das gibt es nur in diesem Set, ist entsprechend schwierig zu bekommen. Ein paar Maxeln sind dabei und wunderbare Sachen. Bevor wir uns jetzt über das dritte Monorail-Set, das erschienen ist, und damit das letzte, unterhalten, zeige ich euch noch meinen Vitrinenaufbau. Das Thema bei der Monorail ist, dass sie wirklich, wirklich groß ist. Der Bodenplatz, also die Stellfläche, ist wirklich enorm. Es gibt 3 Sets und da ist die Frage, wie bringt man die vernünftig in Vitrinen? Mir ist bis heute nichts eingefallen. Deshalb habe ich hier 2 Tische, die ich interessanterweise mal günstig gekauft habe. Das sind ehemalige Bürotische, darum sind sie vorne so gebogen. Nebeneinander montiert und vorne mit den typischen Vitrinenböden verkleidet. Der Plan ist, in späterer Zukunft hier unten noch 2 Vitrinen einzubauen. Nur weiß ich noch nicht mit welchem Thema und darum heute Vitrine noch nicht. Oben auf habe ich dann ebenfalls aus den Vitrinenböden die Seiten- und Rückwände zur Stabilität gebaut. Und zwar in 2 Etagen. Die untere Etage. Und auf der unteren Etage liegen MAN LU200 Seitenscheiben, also Autobus-Seitenscheiben aus gehärtetem Sicherheitsglas. 2 Stück liegen da nebeneinander und bieten sozusagen den Deckel für die untere Vitrine. Seitlich sind Aquarien, meine üblichen 54 Liter Becken mit 60 x 30 x 30 cm. Aufgeschnitten, dass sie seitlich keine Wand haben, damit der Zug durch kann. Und vorne noch eine Scheibe eines solchen Beckens und dasselbe auf der rechten Seite noch einmal. Die obere Etage ist sehr ähnlich aufgebaut, nur dass wir hier die Heckscheibe eines Gräfenstift oder Gräfensteier LU200 haben. Hier sieht man auch noch, der war bei den Wiener Linien im Einsatz und hatte Vorrang, so viel kann man schon sagen. Die Scheibe liegt oben auf. Ist punktuell mit Silikon festgeklebt und kümmert sich darum, dass unsere Monorail nicht verstaubt. Im Jahr 1994 gab es noch eine Welle Monorail, das war hier dieses Riesenset, die Nummer 6991. Davor hatten wir die 6990 und das Startsystem ist die 6399. Dieses Set ist enorm, denn mit diesem Set hat man die Weiche eingeführt, wenn ihr euch das anschaut. Ein geniales System. Die Weiche verschiebt ähnlich wie beim Transrapid die ganze Schwelle, die ganze Schienenführung einfach nach links oder rechts. Und mit diesen Weichen, es gibt eine linke und eine rechte in dem Set, kann man dann praktisch anwählen, ob der Zug im Kreis fährt. Das macht er hier in dieser mittleren Etage. Ihr seht hier den Kreis rundherum, auf den auch unser aktueller Zug steht. Oder wenn man die Weiche stellt, fährt er an dieser Seite zum Beispiel hinunter
und mit Schwung in den Mondbasentransporter. Und wenn der Zug hier landet, hebt die Führerkabine ab und wird auf den Wagen geschleudert und der Insasse kann einfach weiterfahren, ohne dass er aussteigen muss. Ist der Richtungsschalter entsprechend gesetzt, dann dreht der Zug automatisch wieder um, fährt auf die andere Seite und stellt man die Weiche auch hier, dass er auf die höchste Etage kommt, fährt er rüber in das zweite Basisgebäude, Entschuldigung, in dasselbe Basisgebäude, aber oben, und ladet dort das zweite Führerhaus ab und fliegt davon. Ihr seht die Basis wunderbar mit den blauen transparenten Elementen, die die Form vorgeben, Stützen einer Antenne und den rot-schwarzen Lego-Mini-Figuren. Die Mittelstation sieht ein bisschen anders aus. In der Mittelstation haben wir die 3D-Basisplatte, zwei riesige blautransparente Steine und eine Antenne, die, wenn der Zug durchfährt, gedreht wird. Also der Zug streift unten an diesem Rad an, dreht das Rad und damit auch die Achse, auf der die Antenne sitzt. Auch hier ist wieder ein Richtungsschalter verbaut, mit dem man wählen kann, ob der Zug hier stehen bleibt oder die Richtung ändert. Das war's auch schon wieder. Kurz und bündig, wie wir das gewohnt sind. Ich hoffe, wir sehen uns auf YouTube oder persönlich. Was sage ich nur, bis später, bis dann, bis irgendwann. Hier im Eitle Kindergraben. Oh.